Hey und willkommen zur 46. Folge von Sims 4 zusammen mit der Palette. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Das hier ist unser Briefkasten. Den kennt ihr vielleicht schon. Da hinten ist der Schmanuel. Der hat schon einige ziemlich krasse Klassiker geschrieben, wie zum Beispiel Harry Potter und der Stein der Weisen. Und da kann ich jetzt hingehen. Zack. Und das selbst veröffentlichen. An einem Verlag verkaufen und da kommt gleich noch etwas dazu und sobald das freigeschaltet wird, scheffel ich Geld wie sonst was. Ernsthaft? Ich denke mal, ich weiß nicht wie viel Geld, aber je weiter man das ausgebaut hat, desto mehr Optionen kommen da und die letzte bringt dann halt, wow, das meiste. Was denn? Nee. Was soll das? Ja, die ist kaputt gegangen, die geht dauernd kaputt. Rohrleitung reparieren! Nein! Du bist sogar konzentriert. Denn? Wow. Ich werd bald sterben und jetzt muss ich noch das Scheißhaus reparieren. Ja, komm, dann leg dich mal ein bisschen hin. So. Ja, zu meiner Frau. Leg ein bisschen schlafen, genau. Aber erst reparieren. Mann. Warte, dann putzen. Ja, du hast es gerade kaputt. Sorry. Ja, weil du da wieder das Scheißhaus vollgeschissen hast. Das habe ich genau gesehen. Du tust immer so, oh, ich muss nicht mehr auf die Toilette. Aber dabei nachts. Nee, das schneide ich raus. Das schneide ich raus. Ja, ui. Ey. Oh ja, ja. Ah ja, Windows 98, okay. Ja, so sieht's wirklich gut aus. Good old Windows. Was machst du, mein kleiner Racker? Eine Sauerei. Nee. Nee. Hä? Warum ist das an? Weiß nicht. Na egal. Dann hör das ruhig. Apps für Kleinkinder deaktivieren, genau. Was? Ja, das, normalerweise könnte sie da dran gehen und keine Ahnung was zocken. Ja, aber dann sollst du doch die Apps für Kleinkinder nicht deaktivieren. Dann kann sie ja gar nichts mehr damit machen, oder doch? Nee, dann wird sie wahrscheinlich den ganzen anderen Kram benutzen. Ach so, ja, soll sie doch. Okay. Schick sie ins Weltall. Ja, warte. Ma, Sanvi. Warte, komm, immer die und ich dann... Ich glaub nicht, dass sie das kann. Was ja, genau, ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, komm, das machst du jetzt einfach ein bisschen und dann lernst du was dazu. Und dann, was ist das? Oh, nee. Sie kann das eingravieren? Ja, sie ist ein Multitalent, Alter. Guck dir doch mal den Keller kurz an. Hier. Nein. Ach. Hä? Sie existiert ja noch. Hi. Och, Mann. Warte, ich erlöse dich. Hier, Jade. Mach Jade? Es. Ja, ja. Ach so. Ja, renn hin. Töte sie. Oh, die kommt die da überhaupt rein? Warte mal. Nee, kommt sie nicht. Nee, kommt sie nicht, ne, oder? Hallo? Toll. Ah, verdammt. Okay, warte. Ja, Level 9. Ja. Und zack. Auf. Nein. Ach, sie war da noch gefangen. Was? Hä? Sicher? Ja. Aber die kann sich doch auch teleportieren. Ja, normalerweise schon. Aber vielleicht ist ja nee, nee, teleportieren nicht. Nein, nein. Das konnte nur Clara. Deine Frau ja, auch. Weil sie ein Vampir war. Deswegen. Deine Frau war ein Vampir? Ja, die habe ich doch verbrannt. Freilassen und? Stimmt. Komm. Ist sie... Hey! Hallo? Ist das dein Ernst? Sie müsste schon längst tot sein. Ah. Jetzt? Nee. Nee, sie ist einfach nur kurz eingenickt. Was ist denn... Nee, du musst nochmal auf zerstören. Ich muss es zerstören, aber ich habe doch den Geist freigelassen. Jetzt kannst du es zerstören. Ja, aber das geht zu schnell. Ich will es eigentlich sehen. Warte mal. Inventar platzieren. Komm mal genau. Nimm mal mit, bitte. Komm schon. Genau, da ist es. Zack. Und zerstören. Oh nein. Hallo? Hä? Kannst du mal bitte gehen? Was ist das denn? Weiß ich dachte, nicht. Die würde dann... Ich hab die doch gerade freigelassen. Ja, scheinbar scheint sie nur gelangweilt zu sein. Ja, ist mir egal. Dann tschüss. So, aber ich werde jetzt mal ein Buch veröffentlichen. Exemplar an Literaturzirkel schicken. Das ist das Allerbeste. Liebe oh, Palette, hey. Oh sehr gut. Ja, wie reich wir werden. Musst du das machen? Ja, ja. Oh, warte, Schlange. Oh, das Schlingel andere Buch. Voll. Komm schon, ja, ja. Go, 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 go. Das Buch ist fertig und... Oh. In diesem Film, was eigentlich ein Buch ist, geht es um... So, ich verarsche die alle. Alter, ein richtiger Teaser. Ja, ja. Jetzt, was machst du denn noch? Ach, da, er schreibt jetzt... Ach so. Oh, warte, Abbruch.
Genau. Und jetzt hol dir das Geld. Ja, ja, ja. Schiffel es. Freut er sich oder was macht er da? Junge, er weint. Er winkt dem Geld zu. Du kannst nur einmal pro Woche ein Exemplar... Ist das dein Ernst? Ich schreibe viel zu viel. Oder was macht mein Sohn denn da? Er spielt im Müll. Ja, gut, okay. Okay. Spielen. Das macht ihm einfach voll viel Spaß. Ja. Nee, das machst du jetzt weg. Da machst du deine Hausaufgaben. Und dann gehe ich weiter Buch schreiben. Mann. Und du? Ey, gefühlt bist du schon tot. Oh, er ist wieder wach. Sie. Ja. Ja. Was mir mal aufgefallen ist. Boah, haben wir keine Haushälter mehr oder was? Ich weiß es nicht. Junge. Ich weiß nicht, was bei uns los ist. Mann, wir leben im Dreck. Was ist dir denn aufgefallen? Dass einer meiner Söhne... Tot ist? Nee, könnte irgendwann, wenn dein Kind erwachsen ist... Ah. Einraten. Aber ja. Nicht Aslak. Was? Du willst ihn doch selber abschieben. Weil er so ekelhaft ist. Nein, das, ich will den nicht abschieben. Alter, wir haben eine Haushaltshilfe und die macht einfach gar nichts. Ja, keine Ahnung. Oder ist weil Sonntag war. Ist gestorben? Ja, aber dann kam man direkt eine neue. Sicher? Ja, die Frau. Und dann habe ich die alt gemacht. Ich habe noch einen Job. Ach so. Ab zur Arbeit? Tantiemen. Boah! Was? 400, Junge, der Stein der Weisen. Oh! Und du? Pff. Ja, lächerlich. Meine sind auch schon Jahrzehnte draußen. Das waren noch Apps, ne? Keine ja. Bücher. Hey, hallo. Ach so. Yo, die Frau ist wieder... Das ist wieder neuer. Sollen wir die immer alt machen und die Nein! Ja? Das wäre schön, wenn die einfach sauber machen würden. Und was ist denn mit dir los? Ich verstehe das nicht. Ja, unwohl, weil es hier aussieht. Nee, ich meine gerade mit deinem... Ja, warum? Ich bin unsterblich. Ja. Bin der Außer... Ich bin Neo. Neo ist unsterblich, alt? Ja. Blogger-Boost. Manuel möchte auf einen tollen kleinen Blog aufmerksam machen. Der Blog handelt ähnliche Themen wie der von Manuel. Ach, ich dachte gerade, das wäre das mit der Plattform. Aber was soll schon groß passieren, wenn er den anderen Blog ein bisschen promotet? Ja, Blog ja, promoten. Ich helfe dem kommen. Ich hab 200 Follower verloren. Nein! Unglaublich. Mann, das ist richtig krass. Ist ja, jetzt hast du nur noch 11.720.412. Ja. Ich will pumpen. Das kannst du aber nicht. Doch! Ich muss noch ein bisschen sexy sein für Jade. Oh, Rechnung zahlen 7.500. Ja, sobald du tot bist, habe ich einfach kein Geld mehr. Komm wieder zurück als Geist und geh arbeiten, okay? Okay. Werde ich befördert? Nee. Wie lange das jetzt schon geht. Aber ist ja klar, wenn man nur einmal im Jahr arbeitet. Da, guck. Was ist das denn? Oh, da. Ja, ja komm. Ja! Oh! Zack, batz. Und wieder. Und zack. Ey! Oh, Alter, die Gains. Die kommen. Das ist, Gains, man merkt's, Alter. Man merkt's. Mein Latt, der explodiert. Dein Latt? Ja, mein Latt. Der Latissimus. Ach so. Und das warst du für... Nein! 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 Eduardo, nicht nein! Müll. Oh ja, okay, das geht. Das darf man machen. Und ich bin wieder da und bin... Warte. Durstig. Schnell. Ja, komm. Warte. Oh! Ich hab ihn gerettet! Oh Gott! Er war fast überfahren worden. Ich hab ihm sein Leben gerettet. Bin ich ein cooler Typ. Ach so, ja, du, ja. Oder auch nicht, ne? Oh. Ist wieder aber Tag. Ich hab ihn gerettet. Du bleibst jetzt da auf der Straße. Wenn die Bahn kommt, dann viel Spaß damit. Hier. Nein, warte. Oh Gott! Oh, ja. Geht das auch nicht? Ich bin der größte Lauch aller Zeiten. Was? Ich bin gruselig. Mein Gesicht sieht schrecklich aus. So kann ich nirgendwo hingehen. Was soll ich machen? Was soll ich machen, Palette? Du siehst ganz normal aus. Stell dich nicht an. Ja. Okay. Danke für den Rat. Ja, ganz ehrlich, Schminke
Das hat ein Aslak nicht nötig. Der kommt from the streets. Gefährlich müde. Mann! Nee, dann lass geh, ihn doch. Geh baden. Einfach ja. baden und ein bisschen schlafen. Du bist doch alt. Junge, meine Energie ist doch voll. Lass ja, mich ja, doch aber irgendwie was, ihr guckt was doch anderes hier. Machen. Irgendwie ein bisschen zocken, Livestreamen oder irgendwas. Du willst wieder zocken? Rechnung oder bezahlen. Lass mich mal an so einem Turnier teilnehmen. Ich meine, da müsste ich doch jetzt mega ja, ja. gut sein. Oh, geht nicht. Ja, wenn ich fit ja, bin. Ja. Harry Potter und... Wie ist der nochmal, der vierte? Feuerkelch? Nein. Ach doch, genau. Ja, das war das mit dem trimagischen Turnier. Turnier, ja. Vor allem eben, was macht denn eigentlich ihr Kind? Ja, das kommt bald. Oh, wir sind in 2 Tagen, ne? Dann kommt ein neuer Aslak auf die Welt. Und das wird der Prototyp für alles, was meine Familie noch in Zukunft erreichen wird. Und der andere wird sterilisiert, oder was? Nein, aber es ist doch immer so. Die Eltern haben immer ein Lieblingskind. Und das ist das, was du noch gar nicht kennst. Spielturnier. Profiturnier. Welches Spiel? Ich möchte gerne... Hilok. Hilok. Ja, weise Wahl. Ich weiß nicht, was Hilok ist. Ja, Hilok. Ach so, da spielt das gerade. Da. Hä? Ach so. Ah ne, das ist jetzt Hilok. Oh Gott. Wow, hä? Oh Gott! Es zerstört die Städte! Sieht aus wie SimCity. Ja! Und so spielt man dann ein Turnier? Interessant. Ja. Man Wer zerstört seine Städte eine Stadt. Vernichtet. Kingdom Unsimulator. Und ich bin einfach fleißig am Arbeiten. Naja, kann nicht jeder so krass sein. Stufe 10! Ah! Ein sprichwörtliches ja. Genie. Ein Genie bin ich. Du bist ein richtiges Genie. Was ist das Genie. Da? Oh. Hat der da eine Gabel? Ah, ich dachte schon. Ja, hey. Ich repariere es mal. Schön in die Dinge Stufe 2. In die Steckdose ja. mit der Gabel. Mit einer wilden Geburtstagsparty? Nee, das kannst du vergessen. Aber Candy. Manuel, nein. Arbeiten. Das, was soll das? Ich bin gespannt. Also wenn du das jetzt nicht gewinnst. Der dritte Platz. Ja. Wow. Immerhin. Er hat sein Leben lang gespielt. Oh. Mann. Jedes Mal. Aber weißt du, was du machen kannst? Warte mal. Massage anbieten. Und zwar bei deinem Sohn. Nein! Warum oh, soll ich ja. denn eine schwedische Massage machen? Ja, weil er Geburtstag hat. Ja, aber warum soll ich denn meinen Sohn massieren, Alter? Ja, du willst es doch. Schau es dir an. Junge, ich werde dich so leiden lassen. Junge. Ich musste letztens oder sollte letztens dem Tod eine geben, dann dir eine geben. Ja, aber ich bin auch ein klasse Kerl. Ich hab schon gelitten. Was ist der denn so braun? Oh ja, das der gefällt dir, der macht halt immer dir, viel oder? Urlaub. Das gefällt dir. Ne, das ist gut, oder? Ja, ey. Unwohl. Ja, kein Wunder. Hey, ich kann super massieren. Sieht einfach daran, dass seine Energie gegen Null geht, Hunger ja, ja. und Spaß komplett im Arsch ist. Der Kuchen. Hä? Ist der gammelig? Ja, der ist vergammelt. Egal, Geburtstag. Hey! Da verdient, während er krank zu Hause war. Oh. Nice. Kannst du jetzt wieder arbeiten? Ja! 2 Tage. Ob ich die noch erleben werde? Bestimmt. Pack sie drauf und... Ja, ein Selfie. Kerzen auspusten. Komm, verwandel dich. Ja, 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 komm. Ja, oh, und... Er schafft es nicht? Als. Ja! Ja! Tada! Hoi! Und da ist er endlich erwachsen! Tada! Oh. Ja, gib ihm fröhlich. Okay. Ein kleiner Lutscher kriegt er. Ja, ist immer zufriedener. Ja. Und jetzt? Karriere einschlagen. Ach so! Stimmt! Er muss nie Job. Mehr in die Schule. Komm, ja, drück drauf. Ja, 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 ja. Und was soll ich ihm geben? Kritiker. Ein Schleckermaul. Nein, Verbrecher! Da unten! Er wird ein Verbrecher. Du willst dein Kind in das Ghetto schicken? Nicht jeder... Ja, er kommt aus dem Ghetto. Nicht jeder Sim will sich an die Regeln halten. Als Krimineller kannst du jede Menge Simleons scheffeln und Spaß haben. Berufszweig, Boss oder Orakel. Ja. Wenn man die Wahl zwischen Boss und Orakel hat, wer wählt dann Orakel? Hä? Weiß ich nicht. Aber er ist einfach Boss. Um 20 Uhr. In 19 Stunden. Sehr gut. Was willst du machen? Ach, Mann, ich würde gern dein Kind mal eine Familie besorgen, damit das weggehen kann.
Oh, wie vorbildlich ich den Müll raus. Das ist krass. Was? Oh! Nein. Dein Kind. Er soll nicht älter werden. Er muss dann in die Schule und dann muss ich mich um die Hausaufgaben kümmern. Och, Mann. Wieso musst du? Du musst dich doch nicht um die Hausaufgaben kümmern. Nicht. Alter. Was? Oh! Och, Mann, tut mir leid, Paulette. Letzte Nacht war schlimm für mich. Aber ja, danke, ja, dass es putzt. Sehr nett von dir. Das Blut, Alter, das ist aus dir rausgeschossen, wie nichts Gutes. Oh, warte mal, wer? Oh, Aslak? Ja? Was denn? Freundlich? Massage anbieten? Ja, komm, warum nicht? Wieso denn schon wieder eine blöde schwedische Massage, ja, weil ihr euch damit anfreundet. Was hast du denn für einen Fetisch? Ich habe gar keinen Fetisch, wenn überhaupt dein Kind... Ja, scheinbar. Doch, du willst ja die ganze Zeit, dass Vater und Sohn irgendwie hier miteinander sich mal gegenseitig massieren, Alter. Okay, weißt du was? Jetzt frage ich. Moment, geht das noch? Nein, es geht nicht. Die Frage, die du letztens stellen konntest, bei dir im Part. Ja. Naja, komm, dann tratschen und dann geht's. Meilenstein erreicht, 10 Bücher veröffentlicht. Der Aslak wird... Oh, der wurde angerufen. Was? Ach so. Ausgezeichnete Bücher. Ach Mann, da muss ich mit Harry Potter doch weitermachen. Elternzeit? Ja, ja, ist bald soweit. Verlag. Oh. Ja, die Reihenfolge ist ja egal, ne? Naja. Kaufen das eh, die Trottel. Aha! Cool! Das geht also. Bringt da nur weniger Geld. Aber was meinst du, wie viel Kohle wir jetzt gleich bekommen werden? Candy? Ist sie das? Nee, oder? Weiß es nicht. Wie? Hallo! Ayaka Okada. Ich hatte kurzzeitig echt Angst. Manuel erhält bescheidene Tantiemen. Und da steht er die ganze Zeit, hä? Und dafür schuft ich hier? Okay! Dann bewerte den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind wir beide verlinkt. Wir sehen uns dann morgen bei der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann!